Herzlich willkommen zum Medizin der Erde Podcast. Mein Name ist Christel Ströbel und heute bin ich im Gespräch mit Anke Schmidt-Heinsky. Was Anke ganz, ganz besonders am Herzen liegt, sind die Menschen in Kliniken und sozialen Einrichtungen, mit denen sie seit 2003 bereits arbeitet. Denn oft starten diese Menschen ihren Beruf mit dem Anspruch, Menschen zu helfen und werden nicht selten zerrieben zwischen Stress, Personalmangel, wirtschaftlichen Zwängen und bürokratischen Anforderungen. Zahlreiche Beispiele zeigen aber, dass es möglich ist, Wirtschaftlichkeit und Menschlichkeit in der Medizin zu verbinden. Und genau an diesem Paradigmenwechsel in der heutigen Medizinlandschaft wirkt Anke ganz aktiv mit. So viele Menschen wünschen sich heute ein neues Gesundheitssystem. Aber wie soll das gehen? Genau darüber spreche ich mit Anke. Denn sie als Visionärin ist seit über 20 Jahren genau mit diesen Themen unterwegs. Aber wir sprechen nicht nur über Zukunftsvisionen, die vielleicht in 50 Jahren irgendwann mal stattfinden. Nein, einiges existiert bereits. Und sie sagt, wir stehen an der Schwelle zu etwas Neuem und vieles ist schon da. Und so freue ich auf ein ganz wunderbares Gespräch mit Anke Schmidt-Heinsky und lass dich von ihrer Freude, von ihrem Herzensweg einfach anstecken. Von Herzen willkommen, liebe Anke. Ich freue mich so sehr, dich nach so vielen Jahren hier im Podcast begrüßen zu dürfen. Willkommen, Christel. Danke für die Einladung und danke für unser Gespräch. Ihr Lieben, es gibt unzählig viele Menschen mit Ideen und Visionen. Und wie könnte eine neue Erde aussehen? Was können wir in diesem, jenem oder noch fünf anderen Bereichen machen? Viele Menschen tragen solche Ideen vielleicht seit ein paar Monaten in sich, manche ein paar Jahre. Und dann gibt's aber dich, Anke. Und seit ich dich kenne, und das ist jetzt über 20 Jahre, bist du für mich einer der Menschen mit so großen Visionen und Ideen für eine neue Gesellschaft, für Neues in alle Richtungen, wo ich denke, du übst seit 20 Jahren genau dafür, wo wir uns im Moment gerade hin entwickeln. Und jetzt habe ich einfach mal die Frage, Anke, was bedeutet denn für dich ein menschliches Gesundheitswesen? Also ich habe immer, wenn ich an menschliches Gesundheitswesen denke, sind es für mich immer unterschiedliche Facetten. Da ist auf der einen Seite sind es die Ärzte und Therapeuten. Da brauchen wir Strukturen, in denen die wieder Heilkunst ausüben dürfen, in denen die wieder eine Freiheit haben in ihrem Tun, in dem Sinn Patienten wirklich begleiten können in ihrem Weg. Und wir brauchen Strukturen, in denen das möglich ist, und wir brauchen Möglichkeiten, wie das finanziert werden kann. Das ist also die Seite der Ärzte und Therapeuten und die Seite der Patienten. Dort brauchen wir Finanzierungsmöglichkeiten, wo das möglich ist. Und dieses neue Gesundheitswesen, das sind für mich so eine Landkarte von Inseln, wo das möglich ist. Und wir haben ganz viele Inseln jetzt schon. Das ist für mich jede ganzheitliche Praxis, jede Naturheilpraxis, jede Abteilung in einer ganzheitliche Abteilung in der Klinik. Das sind für mich schon diese bestehenden Inseln. Und dazwischen sind für mich die Netzwerke, in denen wir uns austauschen. Da habe ich immer dieses Bild vom Pilzmyzel. Also da kann die einzelnen Pilzköpfe vielleicht abschneiden, aber das Myzel, das kriege ich nie. Und in diesem Myzel tauschen wir uns aus und berichten uns davon, was funktioniert da, was funktioniert da. Das also sowohl auf der fachlichen als auch auf der strukturellen Ebene. Und wenn der warme Regen kommt, sind Tausende und Millionen Pilze da. Und dann ist für mich noch eine Ebene, die dazwischen ist,
im Prinzip andere Möglichkeiten der Finanzierung der Gesundheitseinrichtung. Das sind zum einen, dass wir die Einrichtung selber aus der Rendite rausnehmen und gemeinschaftlich finanzieren, als Genossenschaften, über Crowdfunding oder wie auch immer, über Stiftungen. Da gibt es auch schon erste Beispiele. Dann ist für mich die Patientenseite, dass der Patient wirklich sein Geld in Heilung und in Gesundheit steckt. Das sind für mich die Solidargemeinschaften. Auch da haben wir schon ganz viele Inseln. Also in Deutschland gibt es 20.000 Menschen, die in Solidargemeinschaften sind. Teilweise berufsspezifische, wie für Pfarrer oder Feuerwehrleute. Aber wir haben derzeit drei, die frei zugänglich sind. Artabana, Solidago und die Samariter. Und möglicherweise entsteht gerade jetzt noch eine vierte in diesem ganzen Spektrum. Und das darf viel, viel breiter werden, weil diese Solidargemeinschaften haben keinen Leistungskatalog. Und das Geld, was die Mitglieder aufwenden, fließen direkt in das Thema Heilung. Nicht wie in der Krankenkasse in die Verwaltung von Erkrankungen. Das ist für mich der Hauptunterschied. Ja, und also das sind, wir brauchen diese neuen Strukturen und ich glaube, da ist ganz viel jetzt gerade im Entstehen und ich erlebe eben auch, dass da ganz viele Menschen da eine tiefe Sehnsucht danach haben und danach suchen. Deswegen glaube ich, dass die Solidargemeinschaften in den nächsten Jahren sehr wachsen werden. Und eine dritte Möglichkeit sind, dass wir die Prinzipien der solidarischen Landwirtschaft auf die Medizin übertragen. Also so wie in der solidarischen Landwirtschaft mehrere Verbraucher einen Bauern tragen, so tragen dann möglicherweise eine Community mehrere Ärzte und Therapeuten. Das ist noch ganz Zukunftsmusik. Da braucht es auch ein bisschen Gehirnschmalz dafür. Aber sobald da Menschen sind, die sowas umsetzen werden, werden wir da sehr schnell konkret werden und werden dafür Lösungen finden. Bin ich überzeugt davon. Ja, und das ist auch ein ganz großes, warum ich unbedingt dieses Gespräch jetzt mit dir führen möchte. Weil so viele Menschen wünschen sich ein anderes Gesundheitssystem, wünschen sich andere Möglichkeiten, aber wo gibt es sowas? Und die meisten Menschen sind, glaube ich, der Meinung, das muss alles erst noch erfunden werden. Aber wer erfindet das? Aber wenn wir jetzt von unseren Erfahrungen aussprechen, wie diese Solidargemeinschaften, wo du sagst, es sind über 20.000 Menschen deutschlandweit dabei, du gehörst dazu, ich gehöre seit 8 Jahren dazu. Also ich will euch einfach sagen, es gibt Menschen, die leben das bereits, nicht erst seit gestern, sondern seit vielen Jahren. Und ich glaube, wir alle haben für uns selbst gelernt, was es bedeutet, auch hier in Gemeinschaft unterwegs zu sein. Wir haben gelernt vor allem, dass es funktioniert und können jetzt, glaube ich, viele Menschen hier mit ins Boot nehmen, die bereit sind, auch hier das normale System zu verlassen und neue Wege zu gehen. Und ich glaube, da sind sie ja bei dir und deinen Kollegen ganz, ganz gut aufgestellt. Also ich möchte auch Menschen ermuntern, das nehme ich ja auch in deiner Arbeit immer wieder wahr, ihren Herzensweg zu folgen und zu schauen, was kann ich selbst tun? Also jeder, der selbstständig ist, kann seine Krankenkasse frei wählen und kann dann auch in eine Solidargemeinschaft gehen. Ein Weg, wie man seinen persönlichen Weg findet. Und letztendlich, also das eine ist, ich glaube, dass es viele Menschen, Therapeuten gibt, die sehr gut sind, die aber nicht sichtbar sind derzeit. Ja. Wir haben eine Unmasse an Heilpraktikern, die zum Teil wirklich fachlich brillant sind und die, weil sie kein Know-how im Marketing haben, einfach nicht sichtbar sind. Und da werden Netzwerke entstehen zwischen Ärzten und Heilpraktikern und Therapeuten, die diese Menschen zum einen besser zusammenarbeiten lässt. Und wir brauchen diese Zusammenarbeit gerade mit den Herausforderungen. Nie waren die Menschen so krank wie heute. Und die aber diese Therapeuten auch sichtbarer werden lässt. Also
wir unterstützen solche Initiativen, zum einen Netze oder Menschen, die Gesundheitseinrichtungen aufbauen wollen, dass sie die Teams in ihre Kraft kommen, dass sie sich als Kernteam finden, ihre Vision klar kriegen miteinander, in eine Gemeinschaft werden und bis sozusagen der erste Patient über die Schwelle läuft oder drüber hinaus. Also wir begleiten solche Initiativen als Vision Gesundheit. Und du hast jetzt auch was gesagt, und dann arbeiten Ärzte und Therapeuten zusammen. Und das ist ja auch was, wo noch vielleicht vor 20 Jahren nicht so wirklich denkbar war. Da waren hier die ganzen Ärzte und dort waren die Therapeuten, Heilpraktiker und wie sie alle heißen. Und das war aber irgendwie wie so eine Front, und dazwischen war ein ganz, ganz großer, breiter, stürmender Fluss. Aber auch das rückt ja näher und näher und näher, weil sich beide Seiten öffnen. Das passiert ja nicht von alleine, sondern die Menschen gehen aufeinander zu und erkennen im anderen auch, ja Mensch, du hast ja auch Potenzial. Und wenn wir unsere Potenziale zusammenlegen zum höchsten Wohle der Patienten, ja, aber hallo, was kann da denn entstehen? Also es gibt einige sehr gut funktionierende Ärztenetze, die sich in der Corona-Zeit gefunden haben. Damals ging es um den Austausch, wie behandle ich die Erkrankung. Heute geht es oftmals um Post-Vac, wie helfe ich den Menschen, die eine große Not haben. Wie können Therapeuten und Ärzte mit unterschiedlichen Qualifikationen, mit unterschiedlichen Therapiemethoden gemeinsam am Patienten wirken? Es gibt diese Möglichkeit, man muss ein bisschen gesetzliche Rahmenbedingungen aufpassen, aber es ist möglich. Und da ist für mich auch immer wieder ein Punkt zu schauen, was existiert schon, wo sind Menschen, die schon was ausprobiert haben, was kann ich da für mich rausnehmen? Und wie kann ich das adaptieren? Und das ist für mich dieser Begriff dieser Inseln. Wir sind miteinander vernetzt, wir lernen voneinander. Das, was bei dem einen funktioniert, kann bei dem anderen funktionieren oder auch nicht. Dann modifizieren wir es. Also für mich ist es nicht eine zentrale Instanz, weil ich glaube, die Zeit von zentralen Instanzen ist vorbei. Ja. Für mich sind es die Netzwerke. Und der große Austausch. Und für mich sind es eben auch Gemeinschaften an ganz, ganz vielen Stellen. Also das ist die Solidargemeinschaft. Für manche ist es die Wohngemeinschaft. Für mich bedeutet aber auch immer mehr in der Arbeitswelt Gemeinschaften zu schaffen. 2014 hat Frédéric Laloux ein Buch veröffentlicht, Reinventing Organizations. Und er hat sich angeschaut, basierend auf den Spiral Dynamics von Ken Wilber, in welcher Bewusstseinsentwicklung haben wir welche Organisation und welche Organisation werden wir in der Zukunft haben. Und er hat weltweit 40 Organisationen genauer angeschaut mit mehr als 100 Mitarbeitern und hat genau hingeschaut, wie arbeiten die miteinander. Und er hat herausgefunden, also das waren Unternehmen, teilweise Wirtschaftsunternehmen, teilweise Sozialunternehmen. Es waren welche mit 100 Mitarbeitern und welche mit mehr als 10.000 Mitarbeitern. Also ein ganz großer Range. Und er hat drei Prinzipien rausgearbeitet. Das eine ist Selbstführung. Die Menschen können an ihrem Platz für ihre Arbeit entscheiden. Das zweite ist, die Menschen sind verbunden über einen gemeinsamen Sinn und sie sind achtsam und lauschen, welchen Sinn die Organisation erfüllen will, die Organisation als Wesenheit. Und das Dritte ist, Menschen zeigen sich ganz so, wie sie sind, ohne professionelle Masken. Und wir haben so eine tiefe Sehnsucht danach. Und wenn ich das erreichen will, dann brauche ich Gemeinschaft. Dann brauche ich eine Vertrauenskultur. Dann muss ich mich ganz so zeigen, muss ich mich fallen lassen können in so einer Gemeinschaft. Und ich weiß, ich bin getragen, auch wenn es mir mal nicht so gut geht.
Und also ich glaube, da wird es hingehen. Und mein Anliegen ist, diese Kultur in die Medizin zu bringen, in die Arbeitswelt, in der Medizin, damit all die Menschen, die in der Corona-Zeit geflohen sind, aus dem System zurückkommen können, weil eigentlich lieben die ihren Beruf. Ja, und ich habe so viele Menschen, gerade aus diesen Bereichen auch in meinem Netzwerk mit drin, die gesagt haben, oh Mensch, ich würde ja so gern, aber das ertrage ich einfach alles gar nicht mehr. Und das ist, wie du sagst, sie lieben ihren Beruf, die sind jetzt nicht Krankenschwester oder Pfleger oder was auch immer geworden, so nach dem Motto, naja, ist ein Job, ich komme da unter, weil es ein Job ist, in dem man Geld verdient, macht es niemand. Da verdienst du einfach viel zu wenig dafür, sondern die Menschen sind wirklich mit dem Herzen dabei, so wie du gerade gesagt hast. Und ich denke, wir brauchen Menschen, die aus dem Herzen leben und arbeiten, überall. Aber speziell in den Bereichen, wo man ja, wo sich ja Patient und Pflege so nahe kommen und wo der Patient nicht nur körperlich oft nackt ist, sondern auch von der Psyche her, wo man ja oft mal in die tiefsten Dinge mit hineinsteigt. Und da braucht es einfach Menschen, die da sind, die einem vielleicht einfach bloß mal die Hand halten. Und das ist halt alles, das sind halt alles die Dinge, die bisher in den Katalogen der Krankenkassen nicht drin sind. Krankenschwester, du darfst jetzt hier deinem Patienten mal eine Viertelstunde die Hand halten und einfach mal zuhören. Und ich glaube, das sind die ganz kleinen, aber so essentiell wichtigen Dinge, dass da Veränderung reinkommt. Und du hast ja jetzt zusammen mit deinen Kollegen, Kolleginnen eine wunderschöne Seite. Ihr seid die Anstifter für Häuser des Heilens. Und da gehört ja auch dieses New Work dazu. Gerade wie kann es funktionieren? Was braucht es in Krankenhäusern und solchen Einrichtungen, dass hier praktisch eine neue Menschlichkeit gelebt werden kann? Also ein wichtiger Punkt ist, dass wir diese Einrichtung wieder aus der Rendite rausholen. Also der Trend, den wir ja gerade im Gesundheitswesen haben, viele kleine Krankenhäuser werden geschlossen und stattdessen haben wir konzentrierte Medizinfabriken, die also auch wenn es staatliche Einrichtungen sind, im Prinzip von Kontrollern regiert werden und gleichzeitig eben private Klinikkonzerne, die sehen, hier kann ich ein Geschäft damit machen. Und wenn Menschen für andere Menschen da sein wollen, müssen sie selbst in ihrer Kraft sein. Das ist sowas Essentielles. Und ein Arbeitgeber in der Medizin oder ein Betreiber in einer medizinischen Einrichtung hat die heilige Pflicht, dafür zu sorgen, dass die Menschen in ihrer Kraft sind. Und nur dann können sie am Patienten wirksam sein. Und deswegen ist für mich dieses Thema gemeinschaftliche Finanzierung eine ganz wichtige Seite und eben auch von der Patientenseite, dass ich eben rauskomme aus dem Management von Erkrankungen. Also die Krankenkassen zahlen gigantische Summen für rein auf der materiellen Ebene liegende Behandlung, aber sie betrachten kaum die Behandlungen, die auf anderen Ebenen sind. Und jede chronische Erkrankung hat einfach immer ein mentales Moment dahinter. Und Ärzte und Therapeuten brauchen im Prinzip die Zeit, mit dem Patienten herauszuarbeiten, was kann das Thema sein. Letztendlich, wir Menschen sind hier auf dieser Welt, um zu lernen, um zu wachsen. Und wir nehmen uns manchmal eine Erkrankung, um den nächsten Entwicklungsschritt zu gehen. Und dann darf ich das Symptom nicht einfach wegmachen. Dann braucht es Menschen, die das Verständnis dafür haben und die Zeit dafür bekommen, den Patienten zu begleiten auf seinem Wachstumsweg. Also das ist im Prinzip dahin, wo die neue Medizin hingeht. Also was das neue Gesundheitswesen abbilden sollte, solche Strukturen zu schaffen. Es hört sich wunderbar an. Und ich glaube, alle, die jetzt zuhören, denken, oh ja, das wünsche ich mir so, so sehr. Jetzt gibt es ja inzwischen bereits einige Einrichtungen, die ihr auch begleitet habt, wo ihr an der Seite steht und helft bei diesem ganzen Aufbau, bei der Struktur und Fördergelder und, und.
Kannst du uns da mal ein Beispiel geben, wo sowas in der Richtung schon funktioniert und etabliert ist? Also, wir begleiten jetzt Einrichtungen seit Anfang diesen Jahres. Wir arbeiten schon eine Weile zusammen, aber Vision Gesundheit ist neu gegründet Anfang des Jahres. Aber es gibt einige Beispiele im Umfeld, wo sowas schon funktioniert. Zum Beispiel der Lebensgarten Grüne Aue in Hämmering. Das ist eine 2000 Einwohnergemeinde, 2.000 oder 3.000 Einwohner, bin ich ganz sicher. Die hatten 10 Jahre keinen Hausarzt und eine Gruppe anthroposophischer Ärzte, die hatten eine Vision von so einem Gesundheitswesen und sind auf den Gemeinderat zugegangen und haben wirklich da so einen ansteckenden Impuls setzen können. Und die haben, auf der einen Seite gibt es dort ein medizinisches Versorgungszentrum, wo mehrere Allgemeinärzte und Fachärzte zusammenwirken. Das wird auch erweitert. Angefangen hat der Sebastian Göbel als Allgemeinarzt und jetzt kommen mehrere Therapeuten dazu. Und die haben eine Bürgergesellschaft, eine Bürgergenossenschaft gegründet, die zum Beispiel Gesundheitsbildung finanziert. Und die haben mit Schlag der Gründung der Genossenschaft 300 Mitglieder gehabt. Ziel der Genossenschaft ist auch, möglicherweise Behandlungen bei den Ärzten mitzusponsern. Mein letzter Stand, aber der ist jetzt auch schon ein halbes Jahr alt, war, dass sie da die rechtlichen Bedingungen noch nicht wussten. Aber was die Genossenschaft jetzt schon finanziert, sind im Prinzip Seminare zur Gesundheitsbildung, Fastenkurse oder wie kann ich Ernährungskurse, also wie kann ich bei bestimmten Erkrankungen umgehen. Das funktioniert schon. Und es hat sich da rund um diese Praxis wie eine Community über die Genossenschaft gebildet. Die Gemeinde und das Ärzteteam bauen weitere Räumlichkeiten, dass ich eben zum Beispiel auch mal Menschen eine kurze Zeit dort über Nacht betreuen kann. Wenn jetzt zum Beispiel der Diabetes bei irgendjemandem entgleist und er ist alleine zu Hause und sollte beobachtet werden, dass dort in einem heilenden Umfeld Menschen eine gewisse Zeit sein können. Also das ist ein Beispiel, was schon existiert. Ein großes Beispiel, was Lalou in seinem Buch schildert, ist eine niederländische Pflegeorganisation, Bütz-Orch. Der Joste Blok, das ist eine Heimpflegeorganisation, und Joste Blok, der Gründer, war in einer normalen Pflegeorganisation und war total unzufrieden. Er hat versucht, das System irgendwie zu ändern, und hat es nicht geschafft. Und dann ging er zurück an den Wurzeln. In den Niederlanden gab es, ähnlich wie bei uns, in jedem Dorf die Gemeindeschwester. Und die ist von Patient zu Patient gegangen. Und irgendwann kam jemand dann auf die Idee, es könnte man doch effizienter machen und die zusammenfassen. Und irgendwann endete das mit Barcode an der Tür und der Pfleger kommt, Pieps an der Tür. 7 Minuten für Stützstrümpfe anziehen, 10 Minuten für Essen machen und füttern. Also so. Und sowas wollte Joste Blok überhaupt nicht mehr. Und dann hat er die erste Gruppe mit 12 Leuten gegründet. Am Anfang waren es, glaube ich, auch noch weniger, die im Prinzip zu den zu Pflegenden nach Hause ging und vor Ort entschieden haben, was zu tun ist. Und wenn es jetzt eine Viertelstunde Kaffee trinken dran ist, dann ist eine Viertelstunde Kaffee trinken dran. Und Bütz-Orch heißt Nachbarschaftshilfe. Die klingeln eben auch mal beim Nachbarn, sagen, wissen Sie, dass daneben die Frau Müller wohnt und könnten sich vorstellen, mit der auch mal einkaufen zu gehen. Die organisieren das. Aber natürlich ziehen die auch Stützstrümpfe an und geben Medikamente. Aber der vor Ort ist, entscheidet, was jetzt zu tun ist. Ist ein bisschen leichter in den Niederlanden, weil die Pflegekräfte
noch ein bisschen umfassender ausgebildet sind als in Deutschland und weil sie vor allen Dingen auch mehr durften. In Deutschland hat man den Pflegekräften viel weggenommen von dem, was sie eigentlich gelernt haben. Inzwischen ist diese Organisation auf 9.000 Mitarbeiter angewachsen und dominiert 70% des niederländischen Pflegemarktes. Die Mitarbeiter sind einfach, haben mit den Füßen abgestimmt. Sie sind den besseren Arbeitsbedingungen gefolgt. Und solche Beispiele machen total Mut, neue Wege zu gehen und kreativ zu werden. Und das sind lauter selbstgeführte Organisationen, maximal 12 Leute. Und in der Zentrale sind nur 50 Leute, das sind Coaches, die Neugründungen begleiten und das sind Menschen, die die Abrechnung machen. Und mit den Krankenkassen haben die Pauschalen vereinbart, sodass die Einzelabrechnung wegfällt, sodass die mehr Freiheit haben. Und das spart den Krankenkassen und dem Staat Geld, weil die Pauschalen ein bisschen niedriger sind, aber dieser ganze bürokratische Aufwand fällt weg. Also das ist so ein Erfolgsmodell und Joste Blok reist jetzt durch die Welt und unterstützt andere Länder, solche Dinge zu realisieren. Deswegen sage ich gerne den Menschen, traut euch euren Herzen zu folgen, traut euch eure Vision umzusetzen und traut euch groß zu denken. Und traut euch auch mal anders zu denken. Und dieses anders nicht gleich wegwerfen, ach, das funktioniert da eh nicht und wer soll den Weg schon mit mir gehen, sondern, wie du gerade gesagt hast, trau dich groß zu denken und du wirst die Menschen finden und dass wir uns Gleichgesinnte, in Anführungsstrichen, seit 4 Jahren immer wieder ganz, ganz schnell finden und erkennen. Ich glaube, das ist inzwischen den allermeisten Menschen bewusst und jetzt geht es einfach darum, dieses Neue, dieses Andere auch hier auf die Erde zu bringen. Ja, Vision Gesundheit ist zwar noch neu, aber die Menschen, die dort wirken, die machen das seit vielen, vielen Jahren, so wie ich seit 20 Jahren Praxen begleite. Und mir das so ein Anliegen ist, dass gute Therapeuten einfach auch in die Sichtbarkeit kommen und dass sie wirksam werden können, dass sie in ihre Kraft kommen. Ja, also das ist so, ich glaube, wir stehen an der Schwelle zu etwas Neuem und ganz viel von dem Neuen ist schon da. Und oftmals wird ja dieses Bild des Schmetterlings gebraucht, der aus der Raupe geht und am Anfang sind in der Puppe ganz viele Raupenzellen und die fressen die neu gebildeten Schmetterlingszellen auf. Und möglicherweise stehen wir jetzt an diesem Wandel, wo es so viele Imagozellen wären, so und so viele Schmetterlingszellen, dass der Schmetterling geboren werden kann. Und da gibt es ganz viele Beispiele dafür, eben auch das, was du machst, ist Teil eines neuen Gesundheitswesens, weil ein ganz wesentlicher Teil wird Bildung sein. Menschen bekommen die Kompetenz, sich selbst zu helfen. Haben das Wissen, für sich Entscheidungen zu treffen und kriegen ein Gefühl, was ist mein nächster Schritt? Also das kann mit Unterstützung sein, aber das kann auch in der Eigenregie sein und da ist Wissen so wichtig. Also das ist für mich eine ganz wesentliche Säule von einem neuen Gesundheitswesen. Ja, und je mehr ich als Mensch, als Patient weiß, wie du sagst, es ist ja auch mein Weg, wieder in meine Selbstverantwortung zu kommen, wo man jetzt vielleicht 50 Jahre oder noch länger mit eintritt in eine Arztpraxis, nicht nur unsere Jacke, sondern auch unsere Selbstverantwortung oft mal an den Haken gehängt haben. Und es darf einfach alles wieder zurückkommen, ohne Vorwürfe, ohne, oh Gott, und das war alles so schlimm, sondern das war. Aber wir sind jetzt in einer neuen Zeit und wir Menschen, wir entwickeln uns so rasant in diese neue Zeit. Und so wie eben die Raupe die Imagozellen in sich hat, so bin ich einfach total überzeugt, dass jeder Mensch, der jetzt gerade hier ist, diesen Samen der neuen Zeit in sich trägt. Und das sind auch Imagozellen. Unsere Seele, unser System weiß, wo es lang geht und was es zu tun gibt. Aber es ist jetzt an uns Menschen, dass wir den Mut haben, diese neuen Wege zu gehen.
Und deshalb danke ich dir so sehr, liebe Anke, dass du den Weg schon so lang gehst und auch nicht dazwischen irgendwann mal verzweifelt bist und aufgegeben hast, wo ganz viele vielleicht gesagt haben, ach, ihr Spinner. Aber genau diese Spinner, diese Andersdenker, die braucht es genau jetzt. Danke dir. Deswegen folgt eurer Vision und sucht euch Gleichgesinnte, weil jeder hat mal einen Hänger. Aber wenn ihr in der Gruppe seid, könnt ihr euch gegenseitig stärken, könnt ihr gegenseitig euch immer wieder auf den Weg zurückbringen. Und wir gehen zusammen in diese neue Zeit. Jeder an seinen Platz, jeder an seiner Stelle. Ich mag geschwind noch mit dir drüber sprechen, das Wort Gemeinschaft. Für viele Menschen, die da jetzt noch nicht so involviert sind, ist das ja, oh Gott, und das sind die, die dann alle zusammen wohnen, zusammen essen, zusammen, zusammen, zusammen und ich habe gar kein Privatleben mehr. Anke, was bedeutet für dich eine Gemeinschaft? Also ich glaube, dass zum einen nehme ich wahr, dass wir alle eine Wahnsinnssehnsucht nach Gemeinschaft haben, nach diesem Gefühl, ich komme in eine Gruppe und ich kann da ganz ich sein. Also das ist eine ganz tiefe Sehnsucht von uns Menschen. Und ich glaube daran, dass wir Gemeinschaften an ganz, ganz vielen Stellen haben werden. In den Solidargemeinschaften, auf der Arbeit, natürlich auch in Wohngemeinschaften, aber das ist nicht jedermanns Sache. Vielleicht sogar im Sportverein. Und typischerweise, wir kommen zusammen in einer neuen Gruppe und da sind wir alle erstmal nett zueinander. Und wenn der andere was sagt und in mir grummelt so, dann halte ich das erstmal niedrig. Und der Scott Beck nennt das Pseudogemeinschaft. Aber das ist ein wichtiger erster Schritt. Und dann gehen die, machen die irgendwas miteinander und dann gibt es den ersten Streit. Und für viele ist dann Gemeinschaftsbildung zu Ende. Und Scott Beck sagt, nein, das ist erst Phase 2 der Gemeinschaftsbildung. Wenn der erste Streit passiert, das nennt er die Chaosphase, dann zeigen wir uns. Das ist erstmal ein Zustand, der total unangenehm ist. Wenn aber die Menschen wirklich die Bereitschaft zur Gemeinschaftsbildung haben und bereit sind, in so einem Moment den eigenen Anteil von einem Konflikt zu sich zu nehmen, und still zu werden, das, was ich jetzt gerade unbedingt durchsetzen wollte, vielleicht loszulassen, dann komme ich in die stille Phase, in die leere Phase. Und dann entsteht etwas Mystisches. Dann kann wirklich diese Gemeinschaft entstehen. Und das ist das, wonach wir uns so sehen. Dann kommen wir in eine authentische Gemeinschaft. Und klar macht sowas Arbeit, sich auf die anderen einzulassen. Aber das, was wir gewinnen können, ist um so viel besser, um so viel schöner. Ja, ich glaube, dass die nächste Zeit viel, viel mehr Gemeinschaften bringen wird. Und an unterschiedlichsten Stellen. Und manchmal tiefer, manchmal weniger tief. Und je mehr Erfahrung wir da haben, das ist das, was nach Ken Wilber diese Bewusstseinsentwicklung ausmacht, umso schneller können wir auch in Konflikten reagieren, umso schneller. Umso einfacher wird es, Konflikte auch wieder zu belegen. Wir werden geübter da drin, sodass Gemeinschaftsbildung auch einfacher passiert. Und ich denke einfach, jeder Konflikt, den ich mit jemandem habe, ist eine Herausforderung, aber eine ganz, ganz, ganz große Wachstumschance. Und ein Kennenlernen, vielleicht auch nochmal auf einer anderen Ebene, Kennenlernen des anderen, des Gegenübers, aber auch mich selbst. Das ist total spannend in so einem Prozess der Gemeinschaftsbildung. Da verändern sich mitten mal Menschen, die am Anfang total nervig waren, wo ich dachte, boah, mit dem kann ich nie zusammenarbeiten, als hätte jemand den Menschen ausgewechselt, einfach weil ich anders auf ihn schaue. Wird es ein ganz anderer Mensch. Und da liegen so viele Chancen drin. Eine Gemeinschaft bedeutet einfach, dass sich diese Vielfalt der Menschen in diesem Team, in dieser Gruppe als Chance, als Ressource, als Schatz sehen kann.
sobald ich anfange, die Schätze bei dem Gegenüber zu sehen, hört er auf, nervig zu sein. Und selbst wenn der immer noch seine Marotte hat, dass er das oder das in den und den Momenten dann sagt oder macht, kann ich dann großzügig drüber weggucken, weil ich den Schatz sehe. Und letztendlich bedeutet Gemeinschaftsbildung, die Schätze im Gegenüber zu erkennen. Ja, und ich eben nicht mehr in diesem, oh, wie kann der bloß bin, sondern vielleicht in einem, ah, so kann man das ausheben. Genau. Und Und reden. dann entstehen Teams, die total über sich hinaus wachsen können, die wirklich Antworten finden auf Fragen, die wir heute noch nicht mal gestellt haben. Ja. Liebe Anke, ich danke dir von Herzen für das schöne Gespräch. Freue mich, dass wir uns jetzt zumindest mal online wieder über den Weg laufen sind. In Kürze sehen wir uns in Heilbronn beim Artemis-Festival. Und ich bin gespannt, wo das alles noch hingeht. Aber ich weiß, dass diese Vision in so guten Händen ist bei dir. Denn diese Vision mit allem, was du jetzt auch umsetzt, die kommt zu 100% aus dem Herzen. Ich wünsche dir alles Liebe, alles Gute und liebe Zuschauer. Ich denke, ich hoffe, wir konnten euch ein bisschen inspirieren. Ihr findet hier unter dem Video noch alle möglichen Verlinkungen, wo ihr euch noch ein bisschen reinfinden könntet. Bei einer Veranstaltung von dir, liebe Anke, wo es darum geht, wie können wir diese Vision jetzt wirklich gemeinsam hier und jetzt umsetzen? Es gibt regelmäßige Veranstaltungen, wo Menschen, die sich erstmal inspirieren lassen wollen oder schon konkrete Visionen haben. Das eine ist immer am dritten Dienstag im Monat online zusammen mit den Ärzten für Aufklärung, wo wir immer wieder Themen bewegen. Und am vierten Donnerstag im Monat zusammen mit der Genossenschaft Menschlich Wirtschaften. Und Termine und Themen sind bei uns auf der Webseite immer aktuell drauf. Und im November wird es einen Kongress geben, vom 1. bis zum 3. am Hofgut Leo. Das wird ein Symposium sein für die Macher eines neuen Gesundheitswesens. Da werden wir auf dem heiligen Rümelisberg dieses Wesen fragen, was es von uns braucht. Und dann werden wir in ko-kreative Räume einsteigen, um das dann in die Welt zu bringen. Wow. Danke, dass ich hier sein durfte. Danke für diese Gelegenheit und für unser Gespräch. Von Herzen gern. Ich danke dir, liebe Anke. Tschüss. Tschüss.